Alter, schaut euch das mal an. Richtig geil. Alter. Alter! Guckt euch das mal an. Leck mir am Zuckerli. Hier sind die Züge angekommen mit den V2-Raketen. Hammermäßig. Ach, da ist die Schießscharte. Also dieser Tunnel geht da noch ewig weit. Ist glatt auf jeden Fall. Diesen Wagen, wo die V2 drauf lag, das ist ein Wehrmachtsfass. Du siehst das Ende nicht. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Ich hätte jetzt aber echt nicht gedacht, dass das so groß ist. Hier ist ein Kreuzritter. Wir sind nicht mehr alleine. Wir haben da vorne Besuch. Pornografie. Hat man die V2-Raketen reingeschleppt? Ja, das sind diese Tore. Guck mal hier, sieht aus wie ein Penis, nur kleiner. Die ganze Anlage hier, also wo die V2-Raketen lagerten. Hitlers geheime Raketenzentrale in Frankreich. Diese gigantische unterirdische Anlage ist in ihrer Bauart einzigartig. Da diese Bunkeranlage kaum dokumentiert ist, machten wir uns auf den Weg, um dies nachzuholen. Diese Anlage war von enormer Bedeutung für das Dritte Reich. Hier sollten bis zu 600 ballistische Raketen vom Typ Aggregat 4 oder auch V2 genannt gelagert werden, um von hier aus an mobile und stationäre Abschusseinheiten ausgeliefert zu werden. Diese Raketen sollten dann direkt im Rahmen der Vergeltung für die Bombardierung deutscher Großstädte auf England abgefeuert werden. Die V2-Raketen sollten direkt aus Mittelbau-Dora hierher geliefert werden. Es erwartet uns ein Labyrinth aus Gängen, Hallen und Stollen, tief und bombensicher unter der Erde. Der Kern der Anlage war ein 1,5 Kilometer langer unterirdischer Bahnhof mit Deckenhöhen von 8 Metern. Hier sollten die Züge diese revolutionären ballistischen Raketen anliefern, um dann tiefer im Berg in speziellen beheizten Kammern gelagert zu werden. So, das ist der Eingangsbereich. Also hier ist der erste Tunnel. Und dahinter geht es dann durch, sieht man auch ein bisschen. Und da ist dann der Eingang in den Berg. Und hier sind die V2-Raketen angekommen. So, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal da durch und schauen mal, ob wir da hinten tatsächlich in den Berg einsickern können und uns diese riesige Anlage anschauen können. Ich würde sagen, auf geht's. Ist alles ein bisschen verschüttet, klar. Aber trotzdem sind die Zugänge noch relativ gut zu erreichen. Und da vorne sehe ich auch schon die großen Tore. Schaut euch das an. Aber erstmal werfen wir einen Blick auf diesen Tunnel. Unten ist noch der Naturstein. Und oben ist Stahlbeton. Da unten war das wohl stark genug, das Gestein, das hatten dann Geologen festgestellt. Und oben hat man dann einfach den Stahlbeton-Rundbogen reingezogen. Und die Tore sind halt noch vorhanden. Das ist halt das Interessante dabei, dass diese Anlage tatsächlich noch nicht einer Nachnutzung zugeführt wurde und so erhalten blieb, wie sie halt von den Alliierten erbeutet wurde. Das Ganze ist in alliierte Hand gefallen, als die Deutschen halt weg waren, abgezogen sind aus Frankreich. Man hat einfach zurückgelassen. Es gab zwei Eingänge. Einmal wurden die mit der Bahn angeliefert und die andere Seite mit LKWs. Schaut euch das mal an, wie episch das hier aussieht. Also es sieht schon episch aus. Eingewachsen. Ja. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da auch wirklich reinkommen. Nein, ist zu, ne? Dann müssen wir jetzt mal einen Eingang suchen. An dem anderen Portal. Nee, das ist zugeschweißt. Das müssen wir das andere Portal nehmen. Eine dicke Stahlplatte vor. Also hier ist nichts zu machen. Dann müssen wir das andere Portal nehmen. Also es sieht episch von hier aus. Einfach nur episch. Oh, geil. Mach jetzt ein Foto. Schnell. Weil jetzt hast du alle Schatten dabei. Tu mal her. Weil ich gehe erst mal gucken, ob da was ist, bevor wir jetzt überall... Weil da oben links ist noch ein Eingang. Ja, da wollen wir ja rein. Ja, aber ich weiß nicht, ob der das ist. Weil hier geht ja der Weg hin. So, also wir sind jetzt oben. Ja, hier ist auf. Männers. Hier bin ich. Hallo. Hier ist auf. Ja, bist du hier? Ja? Gut. Ja, weil da oben ist noch ein Eingang, Jörg. Ja, den wissen wir auch, dass er auf ist. Ja, aber ich weiß nicht, wo es da hingeht. Da müssen wir rein. Da, ja. So, und das ist die Zufahrt für die LKWs.
Oh, da kommt es auch schon kalt raus. Ich würde sagen, das checken wir jetzt. Schnickchen, Schmidtchen, Schleicher. Weil wenn der nachgibt... Der gibt nicht nach. So, meine Freunde, hochgekämpft. Ha. Geklappt, oder? Ja! Guten Tag. Was ein Bunker! Ihre Eintrittskarte? Geil! Ihre Eintrittskarte, bitte. Oh, ich habe gar nicht... sorry, können wir noch mal eben? Nein, habe ich. Ösen, oder? Ja, also getarnt war das auf jeden Fall. Ja, ja, das waren wahrscheinlich Ösen, ja. Tarnnetze, ne? Da auch. Ja, die sind neu da, so. Da oben, die würde ich sagen. Die sehen ganz, ganz neu aus. Kalt, ne? Bunkerluft. Ja, guck mal, der Oliver vor. Guter Windzug, das heißt, die Wetter sind schon mal gut da drin. Ist deutsch. Alter. Krass, ne? Ja. Also das ist ja mal... Guck mal, Stangenmagazin hier. Ja, so dick. Alter, hier oben, guck mal. Ja, also du siehst ja, wofür die Anlage gedacht war. Also das sind schon dickere Stromleitungen, ne? Ja. Also tatsächlich. Die sind schon ordentlich. Und Aluminium, ne? Die Tore sind tatsächlich original. Ja, absolut. Das sind die Originaltore. Und massive. Ja. Die schön massiv. Verbunkert halt, ne? Ja. Boah, Leute, schaut mal. Ein bisschen Lichtspiel. Richtig geil. Soll ja auch romantisch sein. Ja? Bunkerromantik, sagt man. Sieht richtig so geil aus. Ja. Eingangsbauwerk. Kammern, also auch massiv alles mit Stahlbeton. Und schaut euch das mal an, das ist der eigentliche Teil. Und hier sind wir in dem Teil, guck mal, wie dick dieser Stahlbeton ist, was man im Zweiten Weltkrieg als V2-Nachschublager gebraucht oder benutzt hat oder es angefangen hat. Zu bauen, besser gesagt. So, hier ist auch wieder der Teil, der schon da war. Also die Tunnel waren schon da. Das ist ganz normal Bergbau. Und da hat man halt gesagt, oh, die eignet sich hervorragend. Hier bauen wir unsere Nachschubstation ein, unser Nachschublager. Unterirdisch, bombensicher, weil die Alliierten die Lufthoheit über Europa hatten und man nicht mehr ungestört über der Erde lagern. Ja, und zusammensetzen konnte. Und wenn das jetzt einstürzt, sind wir gefangen. Guck mal, diese riesen Blöcke, wie das aussieht, wie die das rausgearbeitet haben, ne? Ist schon irre. Das V2 Nachschublager 1401 liegt nahe der Stadt Mérisoys in Frankreich. Im Jahre 1943-44 wurde der aktive Steinbruch als Untertageverlagerung umgebaut. Dazu baute man zuerst einen langen Stollen, der als Bahnhof dienen sollte. Ein zweiter parallel laufender Stollen sollte für Lkw-Transporte angelegt werden und führte direkt zu den Lagerstätten. Die Organisation Todt entschied sich dazu, hier diese einzigartige Anlage zu errichten, da der Kalksandstein hart genug war, um Bombenangriffen standzuhalten, ausreichend große unterirdische Stollen vorhanden und eine Bahnlinie bereits hier verlief. Ideale Voraussetzung für eine unterirdische Lagerstätte der ersten ballistischen Raketen der Menschheitsgeschichte. Diese Anlage unterlag der strengsten Geheimhaltung und nur wenig ist über sie bekannt. 1944 wurde sie von alliierten Bomberstaffeln angegriffen, jedoch ohne nennenswerten Schaden angerichtet zu haben. Die Arbeiten mussten letztendlich eingestellt werden, da die alliierten Streitkräfte auf dem Vormarsch waren. 1944 fiel den US-Amerikanern diese Anlage kampflos in die Hände. Ja, aber guck mal, hier hat man nur so Stützpfeiler eingezogen, weil der Rest geologisch wahrscheinlich stabil genug war, ne? Aber sieht schon geil aus, ne? Ist mega. Das haben die gut gemacht, ja. Aber es geht schon leicht nach unten. Ja. Ja, da werden wir auch hinkommen, also ich bin mir sicher. Hier, Alter, richtig gemauert alles. So dicken Stein. Da siehst du, deutsche Handwerkskunst. Also wir sind jetzt auf der Hauptförderstrecke für die V2-Raketen. Hier sind LKWs rein und raus. Deswegen ist es so groß gebaut hier, ne? Mhm, aber schön, ich meine, das macht ja die Sache. Ja. Also das hier ist deutsch, ne? Hier waren auch nochmal Tore drin oder irgendwas. Siehst du ja, wie das gemacht ist? Aha. Das haben die nachträglich eingebaut. Der Rest, ob das hier nachträglich gekommen ist, das weiß ich nicht. Eine geile Anlage. Ja. Richtig groß, oder? Ja, ja, klar. Vier Stündchen? Ja. Guck mal, das ist alles runtergekommen, wenn du da drunter stehst. Das hat sich alles gelöst. Und wenn man da steht, ich meine, das kündigt sich an. Also wir stehen jetzt hier nicht und das fällt auf einmal. Das geht mit einem Grollen und Zittern des Berges einher.
Aber irgendwann fällt das halt ab. Ja. Wenn du da drunter legst, pro ja. Mahlzeit. Und guck mal, da sind schon wieder neue Risse. Also irgendwann kommt der nächste Schwung darunter. Ist schon ein halber Meter. Ja, mehr sogar. Ja. Oh, guck mal, wie geil das aussieht da. Da kommen die Jungs mit dem Licht. Also hier sehen wir nochmal die ganze Reisegruppe. Wie sie da alle stehen. Ja, der Urbex-Bus. Der Urbex-Bus, ja genau. Der Urbex-Bus Frankreich. Jetzt schnell wieder auflösen. Ja, Olli rennt weg. Ja, Olli ist der Fahrer vom Fahrer, Initiator und ausführende Kraft vom Urbex-Bus. Deswegen läuft er so schnell weg. Also man unterscheidet diesen Urbex-Bus auch kaum von so einem Sonnenscheinbus. Von Bus warm und Bus kalt. Der Sonnenscheinbus ist legendär. So wie Olli, ne? Der ist auch legendär. Alter, das ist ja voll verwinkelt hier alles. Ja, aber wir sind noch richtig, weil das sind auch wieder irgendwas gewesen hier, Tore oder Kontrollbereiche, wo die LKWs mit den Raketen halt durch sind. Das sieht ja schon ultimativ aus. Also wenn wir aufhören sollen mit Filmen, wenn du irgendwo läufst, sag das ruhig, Olli, ne? Weil wir wollen dich hier nicht einschränken in dem, was du auch immer hier tust. Gut. Das ist ein Kasper. Ich glaube, jetzt müssen wir rechts, oder? Ich bin eine Blume. Ja, die bist du. Und ein Bienchen, ne? Eisenbahnschienen oder sowas, ne? Auf jeden Fall Eisenbahnschwellen da oben. Ja. Früher noch unten, die so extrem breit sind. Nee. Ja, ja. Eisenbahnschienen. Zum Abstützen. Ja, hier lief schon ein bisschen was durch, ne? Klar, wenn die jetzt V2 angeliefert haben und dann für einen Weitertransport vorbereitet haben. Dann haben wir gleich unten auch eine große Anlage. Ich glaube, das ist doch der Eingang von der Bahn hier. Ja, ja, wo die gelagert werden sollten, oder? Links oder geradeaus? Ja, aber das ist jetzt anders wie auf dem Plan. Schon. Also da oben sind noch die fetten Isolatoren. Ja, boah. Jetzt ja. Im Hauptgang wahrscheinlich. Ich würde auch sagen, dass das Richtung Eingang geht. Schaut, Alter. Schaut euch das mal an. Wie das gebaut wurde. So baut doch heute keiner mehr. Das ist wirklich, ja, bombensichere. Papi, leuchte mal aus. Voll ja. Echt mal, tu mal was hier. Echt geil. Das ist ja wohl der Hammer, ne? Mega, ne? Die ist schon geil. So, Freunde, das ist wirklich, wirklich geil. Ja, also den Zug hören wir ja gerade. Nee, ich meine den alten Zug. Das müsste dann der Zugeingang sein, ne? Könnte sein. Also wir gehen davon aus, dass das tatsächlich hier der Eingang ist für den Zug. Also die Zugzufahrt. Wir gucken jetzt aber mal. Also es ist auf jeden Fall mega groß. Richtig, richtig geil. Alter. Schaut euch das mal an. Alter. Hier ist die Einfahrt, also wir sind einen Seitenarm gegangen. Hier ist der Bahnhof. Der Verladebahnhof, ne? Alter. Guckt euch das mal an. Das geht hier mal eben 5 Meter runter. Alter. Guck mal hier, der Jörg läuft da jetzt runter. Guck mal, wie tief das runter geht. Alter, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Der Jörg ist aus dem Häuschen. Guck mal da oben, die ganzen Halterungen. Und also es fliegen hier gerade sehr viele Alters durch die Uferlagerung. Leck mir am Zuckerli. Alter. Geil, oder? Das ist eine Anlage. Kann man mal ganz Licht bis nach hinten geben, also so konzentriert im Strahl. Warte. Was ist das, der Eingang oder die andere Seite? Ja, so ist perfekt. Da sieht man's. Alter, mega. Alter Schwede. Guckt euch das an. Hier sind die Züge angekommen mit den V- oder sollten die Züge ankommen mit den V2-Raketen. Ne? Links und rechts ging es dann hoch
Und dann wurde hier abgeladen. Und da oben lief, das ist die Halterung für den Deckenkran. Und guck mal, da ist eine Aussparung in der Decke. Komm, da gehen wir mal gucken, wo es da hingeht. Die Anlage ist wirklich geil. Wenn wir Glück haben, kommen wir da sogar hoch. Ja, da ist ein Schacht. Da kommt man hin. Das ist echt schon krass. Mal gucken, ob wir da oben wirklich hinkommen. Alter, das ist schon übel. Ja gut, das geht. Also es geht tatsächlich hier 8 Meter senkrecht nach oben. Also es geht 8 Meter senkrecht nach oben. Und dann könnt ihr tatsächlich in diesen Tunnel da oder Stollen in das Mundloch aus Stahlbeton tatsächlich reingucken. Ne? So, und hier alles Isolatoren und da oben ging tatsächlich die Laufkatze lang. Ne? Also die Schiene für den Deckenkran, der hätte die riesigen, gigantischen, schweren V2-Raketen von dem Zug runtergeholt hier. Also das ist schon brutal, ne? Dankeschön, du bist ein Schatz. Ja, da sind wir eben hergekommen. Und von hier gingen die V2-Raketen dann tiefer in den Berg. Das ist ja nur der Verladebahnhof. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich Richtung Tunnelportal, also Ausfahrt bzw. Einfahrt der Eisenbahn. Also Eingangsbauwerk. Ja, das ist ja wirklich krass. Ja, da ist das Tor doch. Ist schon beeindruckend, ne? Ja, ich glaube, das Tor ist sogar auch original. Ja, das habe ich eben nur, du konntest es halt nicht sehen, aber nach dem Aufbau von dem zweiten Tor würde ich sagen, dass das original ist. Aber das sehen wir jetzt, wenn wir gleich von innen davor stehen. Und hier ist auch wieder eine Aussparung. Guck mal, hier geht's nach oben. Ja, und das ist klar wie ein Regelbau oben, ne? Stahlbeton. Was? Hier ist ein Tor-System drin, oder? Ja. Meinst du nicht, dass hier ein... Ja. Das sieht danach aus, dass hier ein dickes Tor zugeschoben wurde. Hier rein und hier ist auch die Fassung auch dafür. Ja. Ja, so breit war das. Also wie gesagt, da oben geht's lang. Krass. Geil, oder? Hammermäßig. Ach, da ist die Schießscharte. Von da hätte man nochmal mit einem 42er oder 34er verteidigt. Und wie ein Regelbau, ne? Oben dieser Stahl, Schießscharte, wieder und dann da vorne ein dickes Tor. Ja, das war die Schießscharte, war genau über dem Tor. Guck mal, jetzt gucken wir uns nochmal diese riesige Torführung hier an. Also wo hätte ein riesiges, dickes, schweres Tor reingesollt? Nimm dich hier, wo die Jungs schon sind. Da oben ist Stahlbeton. Gucken uns das mal von hier an, dass ihr da so einen Überblick habt, wie breit ungefähr dieses Tor sein sollte mit der Umlaufung. So, und wir stehen jetzt in der Torscharte. Und da oben lief das. Also so breit wie da oben das ist, war das Tor und es ging wohl nach unten ein bisschen breiter auf. Hier sollten schwere Rolltore aus Stahlbeton installiert werden. Die Tore waren so schwer, dass sie vor Ort aus Beton hätten gegossen werden sollen. Die Tore wurden nie angefertigt, da die Anlage aufgegeben wurde. Freunde, das ist wirklich hammermäßig hier drin. Und wie gesagt, jetzt laufen wir hier oben lang. Hinter mir ist die Kolonne. Und nach vorne hin. Schaut euch das mal an. Ja, ja, das sind so 1,80 wird das sein ungefähr. Also es ist schon beeindruckend, was man hier damals im Berg gebaut hatte. Und wie gesagt, hier wäre die Bahn angekommen und die V2-Raketen wären hier abgeladen worden. Dann wären sie hier zwischengelagert, bis zu 400 Stück. Und von hier aus an die mobilen Abschusseinheiten übergeben und die hätten die dann zu dem Startrad gebracht und von da aus wären die Raketen dann gestartet. Und diese Technik war im Zweiten Weltkrieg absolut revolutionär. Sie hat ein neues Zeitalter der Kriegsführung eingeleitet. Das darf man an der Stelle auch nicht vergessen. Es war neu, sowas gab es noch nicht vorher. Ich drehe euch nochmal, schaut euch das mal an. Also dieser Tunnel geht da noch ewig weit. Mit der Treppe da und tiefer in den Berg rein nach links. Also die Bahn wäre einfach nur geradeaus gefahren. Dann wäre das entladen worden und nach links wären die Raketen dann in den Stollen tiefer reingekommen. Und ihr seht das ja, die Laufkatze da oben, wie die lief. Also einmal geradeaus und einmal nach links in den Stollen. Dankeschön. Also einfach nur absolut beeindruckend. Hier muss es eine Lagerhalle geben, ja. So eine richtige Halle, eine Lagerhalle. Ich gehe davon aus. Dafür ist sie ja gebaut. Ich weiß nicht, wie weit der Baufortschritt war, ne? Aber wenn ihr euch das mal anguckt. Alter. Ja, es ist abnormal. Es ist absolut unnormal.
Es ist echt schon sehr beeindruckend hier. Oder? Ist geil, ne? Ja. Ist eigentlich, dass ich so lange gewartet habe, bis ich mal hier gefahren bin, ist eigentlich ein Unding. Du hast dir das Schönste aufgehoben. Ja. Ja, aber die ist so eine mit. Also ich habe ja wirklich geile Anlagen schon besucht. Ja. Aber die hat auch wieder so einen Wow-Effekt für mich. Ja, ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, weil das ein ganz anderer Bestimmungszweck ist. Woanders wurde nur produziert und hier wären die angekommen, die fertigen Produkte. Also da, wo die V2 gebaut wurde. Hier siehst du auch viel, ne? Den Steig. Also ja, den klar. Steig siehst du hier, ja. Das Kahnsystem kannst du erkennen. Also man kann sich das schon vorstellen, wie das hier hätte ausgesehen im Krieg. Ne? Auch hier, guck mal hier. Ja. Ja, guck mal, hier ist der zweite Lagerstollen. Also die haben weiter vorne abgeladen im Berg und weiter hinten. Das habe ich ja gerade nicht gesehen. Aber da geht nur eine Leiter hoch. Geil. Drei Stück gibt es von diesen Stollen. Und da verjüngt sich das wieder. Alter. Das ist schon ultra beeindruckend. Geiles Ding. Das ist wirklich ultimativ. Mal hier, der Olli geht jetzt auch oben. Ihr seht mal diesen Höhenunterschied. Das ist 1,80 Meter. Dass man schön direkt oben auf die Ladefläche von dem Waggon drauf kam. Also, dass die Jungs hier direkt abladen konnten. Boah, hier ist auch wieder ein dickes Rohr, ne? Ja, da geht es auch wieder wahrscheinlich 5 Meter hoch. Ja, Lüftung. Ja, was für eine Lüftung? Ey, Wahnsinn, ne? Krass, oder? Richtig fettes. Das ist ultra beeindruckend, diese Anlage. Und man kann sich das richtig vorstellen, wie hier dann die Züge reingefahren sind. Klar, du brauchst es dicker in Lüftung, weil das waren Dampfloks. Die machen halt Rauch. Ach, Dampf war das noch? Dampflok, ja, ja, klar. Du weißt auch nicht, wenn die draußen ausgemacht haben und elektrisch reingezogen haben, um diesen Dampf hier zu vermeiden. Das war nun mal deutsch, also die hatten für alles eine Lösung. Weil Dampf hier rein ist natürlich auch Stickung, CO2 und alles, ne? Ja, aber dafür hast du große Absauganlagen oben, ne? Ja, und hier ist noch einer, aber ich gehe davon aus, die haben die elektrisch, hätten die reingezogen. Macht mehr Sinn, ne? Ja. Die Isolatoren sind oben noch da. Also Wahnsinn. Also ist schon wirklich brachial, dieser Tunnel. Das ist die letzte, ne? Ja. Also drei Stück davon. Also die hatten hier wirklich Gigantisches vor. Und wenn man überlegt, das haben die 1944 angefangen. Da war der Krieg schon auf seinem Höhepunkt. Und dann trotzdem noch in solchen Dimensionen gebaut. Also das ist das Beeindruckende, dass man da noch in der Lage war, solche Großprojekte durchzuführen. Obwohl alles knapp war. Also Ressourcen, menschliche Ressourcen, natürlich nur Stahl, Beton. Alles war knapp und man hat es trotzdem geschafft. Also es ist irre. Das geht sogar noch weiter, ne? Haben die dann Tunnel reingegraben? Also oben drüber laufen war wohl out, aber links, rechts geht auch noch was ab. Guck mal, das ist aber verschüttet, oder? Olli ist erster Mann. Sandsäcke. Hat man zugemacht. Verfüllt. Sandsäcke rein, Beton drüber. Man zugegossen. Krass. Und hier sind die, wo der Deckenkran durchlief. Das waren Gewinde. Näher kommst du nicht dran. Nee, näher kommst du nicht dran. Also wir sind jetzt an der Stollen Fürste, ne? Guck mal über euren Kopf. La Plume, Melav. Also wer Französisch kann, könnt ihr mal übersetzen. Schreibt es in die Kommentare. So. Schaut mal, wie das aussieht. Das ist ja echt episch. Ja, steht da vorne auch. Hier ist ein Wehrmachtsfass. Das ist ein Wehrmachtsfass hier. Völlig aufgepilzt, aber das ist noch ein originales Fass aus dem Zweiten Weltkrieg. Guck mal, hier liegt ein Auto. Ein Zitrön. Ey, wie geil ist das denn? Schaut mal hier, das ist ein Zitrön. Ja klar, das ist ein Zitrön. Guck mal, einfach im Auto. Ja, süß. Ja, mit Trommelbremse vorne noch. Ja, hinten auch. Und der Fahrer sucht heute sein Auto. Wo ist mein Auto? Ja, genau. Wo ist mein Auto? Ich war doch nur Baguette kaufen, dann war's weg.
Oh, wie krass das aussieht. Also hier abgeladen, mit der Laufkatze hier hin. Hier ist die Endstation oder der Anfang. Hier wäre so eine kleine, ja, so eine Raketentragevorrichtung, wo sie drauf lag. Hätte man sie draufgelegt und dann tiefer in die Anlage rein. Und jetzt müssen wir mal erkunden, was das hier gleich ist. Boah, ist glatt auf jeden Fall. Nee, das nur. Warte. Ich entlaste mich so. Verschimmelter Mock und unausgebaut. Also es geht nicht wirklich weiter. Soll ich gucken? Könntet mir die Kamera mal mitgeben? Dass ich das drauf habe. Boah, schön, jetzt gehe ich wieder durch den Schimmel durch. Schaut euch das mal an. Alles für euch, damit ihr nicht durch den Schimmel laufen müsst. So. Hier ist richtig was runtergekommen, aber hing schon Licht. Das ist eine Grubenlampe. Das heißt, hier hatte man wirklich schon was gebaut. Du bist doch jetzt schon am Schwitzen. Ja, ich. Du musst keinem was beweisen, Leute. Boah. Alter, geh mal da einer hin, falls er abrutscht. Habt ihr das gesehen? Ja, da waren zwei Tote. Alter. Ja, ist Laufkatze. Hier oben. Ein Laufkettchen. Ist das der zweite? Gerold, der zweite für die V2, der in den Berg reingeht, vom Verladebahnhof? Ach, jetzt sind wir auf dem Querstollen für die LKWs. Jetzt laufen wir LKWs. Ah ja, alles klar. Zum zweiten. Mhm. Die Hauptwege sind dann eingezeichnet, ne? Ja, ja, klar. Also nur die Stollen, die im Zweiten Weltkrieg genutzt wurden. Alle anderen nicht. Weil da blickt ja keiner mehr durch dann. Hier sind wieder die Bahnschwellen oben. Das ist so eine Lore. Also einer von dieser, von diesen Wagen, wo die V2 drauf lag. Das hier oben ist gedreht, also jetzt wie so ein U, wo die V2 reingebettet war. Das war dann drehbar, dass diese 20 Meter lange V2 auch um eine Kurve rumkommt. Ja. Das hätte sich dann mitgedreht, dass man sie um die Kurve bringen kann. Warum das schon hier ist, obwohl das noch nicht fertig ausgebaut ist? Wahrscheinlich um zu testen, ob man die richtigen Winkel eingehalten hatte, also ob man wirklich mit den V2-Raketen um die Ecke rumkommt. Und das ist wirklich noch so ein Relikt. Wir blenden es mal ein, wie es aussieht, wenn es fertig wäre, damit ihr euch das vorstellen könnt. Und so hätte es dann quasi ausgesehen. Und das ist noch so ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg für die V2. Also was ganz, ganz Spannendes und natürlich auch ganz, ganz Seltenes. Da ist der Kranz, ne? Ja. Ja. Oh, Alter, ist das schwer, das Dank. Alter Schwede. Uff. Ja, der war da oben drauf. Ja, das ist so eine Apparatur, ne? Ja, der lag da drauf. Genau, der lag da drauf. Der war dann irgendwie auf einem Kugellager irgendwas, also auf Rollen irgendwas, dass der gut fest ist, aber sich auch gut drehen lässt, ohne ruckeln. Und dann wäre die Rakete um die dann doch engeren Kurven rumgekommen. Also ist schon ultra interessant, ultra schwer das Teil. Geil. Also so Relikte findet man noch hier in diesem Nachschublager für das Aggregat 4. Also auch V2 genannt. Cool. Da kommt das Crosshorn. Ich weiß nicht, haben wir da Urheberrechtsprobleme, wenn du das so in die Kamera, weil das sich so echt angehört hat? Nee, das war so abgeändert. Das ist Hans. Alter, was ist das für ein... Da ist ja schon ein Diffuser drin. Das ist für den Nahbereich. Scheiß auf die Kamera, Junge. Das Ding haut dir die Augen weg. Das ist ein Beauty Light. Boah, weil es so viele sind, ey. Ja, die kannst du aber alles auch dimmen. Bitte. Guck mal hier. Wenn wir über die rüber gehen. Geil. Pads. Pads. Gute Pads. Zum Glück hat der Fels über uns noch keinen Riss, ne? Nö, vielleicht sollten wir hier unten mehr Krach machen und Vibrationen erzeugen. Cool, siehst du aber auch richtig die Fahrspur, ne? Ja. Schön platt. Ja, und hier Reifenprofil, ne? Ja, aber sag mal eins, das normale Profil, das kann doch jetzt... Weiß ich nicht, ich weiß so wenig. Ist auch ganz wenig da über die Anlage zu finden im Netz, ne? Ja, ja, klar. Weil das war ungefähr genauso, wenn nicht noch geheimer, als die Produktion.
Echt? Weil ja, hier sollten die ja in der Produktion werden die nur produziert. Ja. Das heißt, wenn du die da nicht kaputt machen kannst, dann musst du die auf dem Transport kaputt machen. Mhm. Weil sobald die im Berg wieder sind oder wenn du die Lagerstätte hast. Alter. Also eine ganz, ganz geheime Anlage hier. Wie das auch gebaut ist, wie krass das aussieht, ey. Wecken kalt. Ich finde diese Rundbögen, ne, das hat was. Aber warum haben die das nicht hier produziert bei so einer schönen Größe? Weil das außerhalb des Reiches war. Das war nicht dein Territorium. Mhm. Du hättest zu viele Franzosen hätten davon mitgekriegt, hätten hier gearbeitet. Und wahrscheinlich war wegen den Rohstoffen war das hier nicht richtig, von der Entwicklung und allem. Ne? Und zweite Station war dann Zement Österreich. Okay. Da wollten sie halt auch produzieren, aber eine größere Rakete halt. Ne? Alter. Alter, die Rundung. Schaut euch das mal an. Und überall oben die Laufkatze. Guck mal, hier wäre überall die Laufkatze lang mit diesen... Ey, das ist echt beeindruckend. Wie gesagt, das hat man 1944 mal eben gemacht. Weil die waren ja nicht so rund angelegt, die hat man neu reingebuddelt. Natürlich. Ja, so, man hat halt nur die Einfahrtsstollen genommen und hat den Rest drumherum ausgebaut. Exakt. Und das ist das Endergebnis davon. Wunderschöne Anlage. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Ja. Ich meine, man kommt ja viel rum, gerade wir zwei. Ja. Da ist halt schwierig mal, wo man sagt, boah, Alter, ist beeindruckend. Aber das riecht beeindruckend. Alter, hier. Guck mal da hinten. Ja, das ist der Bahnhof wieder. Ah. Aber da liegt so viel Schrott. Ja, da haben sie wieder die beiden Dinger hingepackt. Und die haben sie auch was hingekippt. Also vielleicht sind hier noch LKWs durch wegen irgendwas. Oder das war mal eine ganze Zeit lang so auf, dass man hatte hier mit dem Auto reinfahren können. So wie wir gestern im Führerhauptquartier. Dann hatten die Angst, dass er doof runterfährt, weil das Navi nichts mehr sagt. Dann haben die hier so Klötze hingelegt. Ja, ist auch wieder. Gehen wir jetzt unten weiter? Oder? Also wieder Verladebahnhof. Ja, hier unten sind wir langgelaufen, natürlich. Ja, und dann dicke Lüftungen dahin gepackt. Die haben es nur geschafft, um so durchzupassen. Ja. So, und die ganzen Bergbauingenieure, die sind ja danach alle in die USA gekommen. Von denen haben die gelernt. Der Fiebinger, der hat mit dem Kammler zusammengearbeitet und hat die ganzen Großprojekte gemacht und die wichtigsten Anlagen. Und der hat direkt nach dem Krieg in den USA unterirdische Raketensilos für Atomraketen gebaut. Echt? Woher hat er das Wissen gehabt? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, also ein Schelm, wer Böses denkt, wenn du im Krieg schon wahrscheinlich was Ähnliches machst, dann machst du das halt nach dem Krieg weiter. Und er hat nie darüber geredet, was er genau in den Staaten noch gemacht hat. Nee? Nein. Kumpels von mir sind da hingefahren, wollten mit dem reden, hat da alles abgelehnt. Dann wollten sie mit seinem Sohn und mit dem Enkel reden. Und die haben alle abgelehnt. Alle gesagt, da reden wir nicht drüber. Ja, klar. Er darf halt nicht, also dann müsste man ja sagen, was man alles hatte oder hat. Und viel ist ja, unterliegt ja der Geheimhaltung, immer noch. Die anderen beiden. Weiß ich nicht. Sollen wir hier kurz warten? Hier. Das kann natürlich sein. Aber dann wäre die ja irgendwo mal, hätte einer einen Plan gehabt, wo draufsteht, ganz genau. Da hätte das hingesollt. Der hat den aktuellen Statusplan. Der hat nicht den Bauplan. Ja. Ja, das kann auch sein, dass das halt nachgezeichnet wurde, natürlich. Ja, Freunde, ist gar nicht so einfach. Kamera, Licht zu halten, dass alles gefilmt wird und dass ihr euch hier in sowas fortbewegt. Also ihr habt es gerade am Jörg gesehen, das ist schwerste Arbeit. Okay. Ja, besonders wenn man Croissant in der Zwischenzeit ist. Ja. Ja, aber überleg mal, du hast beide Hände voll, genau wie ich. Ja. Und wir balancieren hier über diesen Untergrund. So, und wir gucken ja in der Regel auf das Display, weil wir wollen ja auch die Kamera, die Anlage drauf haben. Und nicht nur den Boden. Alessandro, magst du einmal den Kabelschrott aufheben und in die Kamera zeigen, bitte? Da sehen wir Isolatoren, den Alessandro. Wichtig ist, warte, ich will auch noch mal eben. Oh, hier, sieht aus wie ein Penis, nur kleiner. Habe ich wenigstens auf die Kuppe getroffen? Oh, nee. Da hätte ich höher ansetzen müssen, so lang ist er nicht. Das war der Außenring. Ja. Was hat er jetzt gesagt? Mackie oder Jürgi? Beides, Mackie-Jürgi. Du musst einen von uns anders nennen. Oder Mörgi sagen. Mörgi! Alter, wie krass das hier aussieht.
Schau mal, der Jörg läuft da jetzt durch. Habt ihr einen geilen Größenvergleich? Es sind schon 4 Meter hohe Decken. 5 ja. Meter würde ich sagen, ja. Definitiv. Der Jörg ist ja 1,40 Meter hoch. Guck mal, hier. 40, 44, ja natürlich. Das sind alles Lagerstollen. Das ist ja 40 bis 44, ja. Lagerstelle 40 bis 44. Ja. Dann haben die gesagt, pass auf, Rakete von 40 bis 44, Nummer sowieso bitte auf den LKW verladen. Also die Schrift würde ich jetzt auch sagen, Deutsch. Ja. Wo da oben? Liberty. Boah, Alter, guck mal, wenn der da runterfällt, ey. Nicht gut. Ja, Lagerstollenbereich tatsächlich. Alter, wie groß ist denn diese Anlage? Mach mal oben auf die, wow. Ja klar. 1911, Alter, das ist ja... Jetzt, ey, guck die mal auf die Scheibe. Wir müssen eigentlich hier links, aber wir können jetzt erstmal geradeaus gehen. Boah, ich mauche hier, Alter. Alter, wie groß ist denn das bitte? Hier. Das hört irgendwie gar nicht mehr auf, ne? Nee. Ich hätte jetzt aber echt nicht gedacht, dass das so groß ist. Ist auch noch ein Tunnel, ja. Wer hätte das gedacht, dass das so riesig ist? Alter. Die haben ja den ganzen Berg auf links gekrempelt hier, wa? Alter, das geht, du siehst das Ende nicht. Das alte Auto, wo ist die Lagerstätte? Hier Reichsfester, Wiederhalle. Wo ist die Lagerstätte? Hier. Warum? Weil das sieht genauso aus wie gerade. Ah, hier ist der Picknickraum. Furby ist da. Und ein geköpfter irgendwas. Was? Da muss, und um was zu sehen? Diese Wandmalereien. Ah ja. Hier ist ein Kreuzritter. Wer macht's besser? Bisschen Desperados. Oh, hier. Die haben sich verewigt. Stahlbeton. Alter, da kommt Licht rein. Wackelig. So, und oh, 25,30 Meter. Luftzentrale. Hier drunter ist auch noch irgendein Raum. Schaut mal. Boah, hier wird es auch warm, also hier geht es irgendwo raus. Aber hier hatte man damals Luft zugeführt. Und wie gesagt, Stahlbeton. Ne? Dick, also mit einem Versatz, dass wenn eine Druckwelle hier reindringt, nicht direkt durchsaust. Also es könnte schon... Schaut mal, wie dick das ist. Da, wo das Wasser getropft hat. Ja, ich weiß nicht, wo das ist. Ja, hier mal weiter. Müssen wir jetzt hier zurück. Auf jeden Fall ist das einfach, es hört einfach nicht auf. Nee. Es hört nicht auf. Fabi, was sagst du dazu? Gigantisch. Oder? Ja. Irre. Hier kannst du ja wahrscheinlich Tage drin verbringen und hast nicht alles gesehen. Ja, genau. Okay. Müssen heim. Fahren weit. Fahren lang. Fahren lang. Fahren voller Konzentration. Du bist der Wächter? Ja. Achso, hast du auch irgendwie so einen Klingelbeutel? Ich bin der Wächter des Verlorenen an der Hals. Oh, das ist der wichtigste Wächterjob. Oh. Mittelalterlicher Pornografie. Das war das Beste von Holly. Könnte ich mal bitte ganz kurz alleine gelassen werden, so für ungefähr 22 Sekunden? Ja, wegen YouTube, weil die zensieren immer. Die Dose haben sie auch wegzensiert. Vielleicht war das ja hier das Bordell. Bordell, aber Komitee. Also gerundet, damit sie mit den V2s besser hier rumkommen. Ja. Also das heißt,
Hier vorne ist die, also wo du bist, ist Lagerstätte. Wo bist du denn jetzt? Da ist, da müssen wir gleich mal hin, aber so gedacht. Was geht denn hier ab, Alter? Das ist ja Wassereinbruch. Hier waren wir gerade eben, da kommt ein riesiges Tor. Wo du bist, sind die Lagerstellen, ja? Ach so. Die sind im Prinzip so durch, wahrscheinlich hier abgeladen, weil ja. Okay. Oh ja, da sind die Tore. Die lassen da auch. Okay. Das sind Tore. Guck, hier war Holz. Oh, geiles Bild. Jo, klar, natürlich. Leuchte mal rein, bitte. Macht mal richtig Suppe drauf, bitte. Also das waren die Lagerstätten. Wir sehen ja hier noch die Rohre, also die waren natürlich auch belüftet. Und hier Stahlbeton. Ja, da waren Tore drin. Also das heißt, hier hat man die V2-Raketen reingeschleppt und abgelegt. Tore zu und dann haben die auf ihren Einsatz gewartet. Was will der denn? Sollen wir da weitergehen? Da hinten gucken oder? Ja, warte, wir gehen mal zu diesem Tor hier. Das ist ja noch da. Halt mal kurz noch drauf, weil du hast noch mehr Suppe als ich. Ja, das sind diese Tore. Ist aber Holz, ne? So, die wurden verschlossen und da lag der V2 hinter. Das ist schon krass, ne? Lass mal zum Jörg gehen, der wollte ja jetzt irgendwas hier. Geh mal hier durch, aber pass auf, hier ist ein Loch links. Jörg, wo bist du denn? Andere Leute, ja. Hier sind die Lagerstätten. Okay, alles hallo? Ja. Hier sind sie, hier siehst du auch noch, wie es war. Da sind die Tore. Wow. Da haben sie zugemacht. Ja. Pass auf, jetzt musst du dir mal den anderen Raum angucken. Also da kannst du dir das richtig vorstellen, wie die lagen. Kann auch sein. Pass auf, wenn du jetzt reinguckst, ich denke, es ist selbsterklärend. Ach. Guck mal. Siehst du, dass oben die Lüftungsrohre, ja, dass die belüftet waren und hier wurden sie reingeschoben. Die waren beheizt. Ja. Ich habe die Heizung hab ich schon gesehen. So. Und hier lagen sie drin. Geil. Ich glaube, zum Schluss haben wir noch die Lagerstätte gefunden. Das ist einfach unglaublich. Ja. Guck mal hier, wie das versintert ist. Mhm. Die Flasche wollen sie halt auch komplett versintern. Und jede Kammer war mit so einem Tor verschlossen. Ja. Da oben. Und guck mal, wie groß das ist. Hier ist noch eine alte Schautafel oder so. Wahrscheinlich hing da der Plan, ne? Ja. Ja, dann muss ich tatsächlich liegen. Ja. Hier! Ja, gehen wir mal hin. Ja, hier auch, guck. Ja, denke ich. Dicke Luftrohre. Wie so ein Lagerraum mit Sachen drin. Geil. Also, Jungs, die zwei Einheimischen, ja. Also, ich laufe den Einheimischen her. Wir kommen nach. Ja, und was mit den anderen? Ja, die kommen doch auch dann. Ja. Die Frage, ob das aus dem zweiten ist oder Nachnutzung. Ja. Ja, das sind diese Wärmetauscher. Um die Feuchtigkeit auch rauszukriegen oder zu. Ja, da lief die Wärme durch und die wurde halt hier in diesem Gehäuse abgegeben an die Umgebungsluft, also, und dann reingeblasen. Die Einheimischen sind hier links. Okay. Dann sollten wir da auch mal hingehen, oder? Schaut mal hier, das sind diese alten Heizungen. Schaut euch das mal an, auf Rundung gebaut. Also der Bereich wurde geheizt. Ja, so, und hier überall, von hier aus wurde das verteilt auf die Lagerstätten von der V2-Rakete. Damit die halt auch nicht, klar, hier ist feucht drin, die Luft muss entfeuchtet werden und warm sein, dass die halt nicht anfangen zu rosten, dass die fragilen Tuben auch gut geschützt sind. Ne? So, und da ist der
Hauptwärmetauscher und der hat halt hier überall seine Luft, seine warme Luft verteilt. So, wir machen eben nochmal den Boilerraum. Ich habe jetzt mal das andere Licht doch rausgeholt. Großer Kessel, kleiner Tank und hier wirklich dieser fette Heizkessel, der die ganze Anlage hier, also wo die V2-Raketen lagerten, tatsächlich dicht gemacht hat, warm gemacht hat, nicht dicht. Also es ist wirklich beeindruckend. Es ist wirklich beeindruckend, was hier stattgefunden hat im Zweiten Weltkrieg, was man hier noch, wie gesagt, 43, 44 oder 44 angefangen hat und dann aufgegeben werden musste, weil Frankreich eingenommen wurde von den US-Amerikanern. Und guckt euch das mal an, was hier noch alles ist. Ja. Also das wird nicht mehr aus dem Zweiten Weltkrieg sein, das wird so Nachkriegsnutzung sein. Aber es liegt halt noch viel hier rum. Ja. Also immer mal wieder Wehrmachtsfässer zwischendurch. Fabi ist da vorne, jetzt sind wir aber alle beisammen. Da hinten ist nichts mehr. Das sind viele Gänge, nochmal das gleiche Wort, wie siehst du da. Ja klar, natürlich. Ich glaube, der ganze Berg ist unterfunden. Ja warte, dann komm, lass uns jetzt nicht hier wieder verlieren. Wartest du auch? Ja. Gehen wir jetzt raus? Ja. Ja, raus. Hier raus, oder? So, dass du sie gut durchkriegst. Also, bei allem nachgedacht, ne? Herzlich, ne? Ja, deutsch. Ja, das konnten die. Das hatten die voll drauf. Das hatten die voll drauf. Überleg mal, wie schnell die Entwicklung stattgefunden hat. Binnen so kurzer Jahre. Heftig, ne? Ja. Bamsi. Also in diesem Bergwerk liegen mysteriöse Sachen ab. Also das ist irgendwie... Alter. Ja. Das ist ein Sexwerk. Vielleicht war das hier mal... Nein, vielleicht haben da welche, okay, dann haben die den Schatten abgemalt. Ja, war hier mal eine Sexprohibition in Frankreich, dass man das unterirdisch verlagert hat? Wer weiß. Der unterirdische Swingerclub? Aber ist schon ein bisschen eklig, Alter, hier unten, ne? So, ich weiß nicht. So, jetzt sind wir wieder am Ausgang nach gefühlt nochmal 3 Stunden. Wie lange war man effektiv drin? 1,5, 2? Jetzt gerade nochmal? Ja. Auf jeden Fall lange. So, und da sind die Tore in die Oberwelt. Und die Tore sind auch noch original. Also hier sind die LKWs rein und raus. Die Tore sind original Zweiter Weltkrieg. 1,5 Stunden waren wir drin. 1,5 Stunden, da siehst du mal. Gemacht? So, schaut mal, wie das gebaut wurde. Dicke Druckschotten. Dass auch ein Treffer hier halbwegs abgehalten hätte werden sollen. Und guck mal, das ist wirklich, wirklich dick. Also ist schon gut. Geil. Ja, natürlich, die Abmoderation muss sein. Hammermäßig. Ja, Fabi ist auch da. Schön. Das war das V2-Nachschublager. So sah es aus. Da unten ging der Zug rein. Und hier sind die per LKW an die mobilen Abschussbahnen. Jörg ist glücklich, aber kaputt. In dem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal. Like und Abo natürlich nicht vergessen und guckt beim Jörg auch mal vorbei. Der zeigt noch ein bisschen mehr als ich. In dem Sinne, V2, Ende aus. Mickey Maus.